Hallo meine Goldwaschfreunde, hier bin ich an der Isar, großer Münchner Fluss oder bayerischer Fluss. Und hier seht ihr angeblich die Auswirkungen vom Klimawandel, verursacht durch CO2, Erderwärmung, durch Abgase, alle Verbrennungsmotoren und so weiter. Sagt man, vielleicht weiß man es in 20, 40, 50 Jahren besser, vielleicht stimmt's. Man kann es anzweifeln, kann aber natürlich auch stimmen. Auf jeden Fall. Ich bin ja schon lange auf dem Trip Solar, alternative Energien, und ich werde euch heute vorstellen, wie ich bei jemandem eine Nachteinspeisung realisiert habe. Es war ein 800 Watt Panels auf dem Dach, die man aber in der Regel ja gar nicht nutzen kann am Tag. Die kann man ja nur nutzen, wenn man kocht, Haare macht oder den Trockner laufen lässt oder die Waschmaschine, also große Verbraucher anschließt. Ist in der Regel ja jetzt nicht den ganzen Tag so. Und deswegen zeige ich heute meine Idee von der Nachteinspeisung. Und bitte nicht nachmachen. Ich bin auch kein Elektriker und ich bin auch kein großes Vorbild. Und deswegen soll jeder dafür seine eigene Sicherheit sorgen. Also nicht nachmachen, ist nur eine Idee, wie man es machen könnte. Ja, also auf eigene Gefahr. Und mir hat Spaß gemacht. Ich sehe, es funktioniert. Es speist nachts um die 130 Watt ein, man kann das ja einstellen. Und ich finde, das ist okay, weil 130 Watt mal 12 Stunden sind ja immerhin auch 1,5 Kilowatt. Und das ist am Ende des Tages Energie. Das kann man locker in CO2 umrechnen, muss ich aber euch schuldig bleiben, weil hier an der schönen Isar kann ich es jetzt gerade nicht ausrechnen. Also deshalb Vorstellung und wir werden dann weiter schauen. Und ich möchte auch nicht belehrend wirken. Ziel einfach meiner Aktion Goal Zero, also null Energieverbrauch oder, na, ihr wisst schon, was ich meine, ist einfach, dass der eine oder andere nachdenkt, was kann ich machen. Es kann jeder, also es können viele kleine Solarpanels am Balkon aufstellen, hinter Balkon, an der Wand meinetwegen oder auf der Brüstung. Und 100, 200 Watt produzieren. Wie ich es mache, kann ich euch in einem anderen Video zeigen, nur als Beispiel. Ich sammle im Garten die Münchner Sonne, habe ein Induktionsfeld, ein Camping-Induktionsfeld und kann damit einen Schweinebraten mit Knödel und alles kochen. Das funktioniert super, verbraucht ungefähr 1,2 Kilowatt und das habe ich an Energie gespart. Zeige ich euch aber, glaube ich, in einem anderen Video. Ziel ist es, weniger zu verbrauchen. Und zwar ohne große Komfortverlust. Und wie gesagt, hier die Nachteinspeisung. Also hier seht ihr meinen typischen Tagesablauf. Die blaue Linie sind die Verbräuche hier. Also frühstücken, Kaffee machen, Airfryer anschmeißen fürs Semmeln. Mittags natürlich kochen. Abends, wie ihr wisst, Fernsehen schauen, Lichter einschalten, Handys laden und so weiter. Da seht ihr auch unten bei 100 Watt ungefähr den Grundverbrauch, Router, Kühlschrank und alles, was man so ungefähr immer verbraucht, den ganzen Tag rund um die Uhr. Dann seht ihr hier die orange und die grüne Kurve, die zeigt also beide Solarpanels an, das sind zweimal ungefähr 400 Watt Panels. Das eine geht direkt in das Hausnetz rein mit dem Mikroinverter, kommen also bis zu 400 Watt. Und das andere, das grüne, geht direkt in die Batterie und lädt die Batterie auf. Das orange gestrichelte Feld zeigt euch ungefähr auf, was ihr an Strom mit beiden Solarpanels zusammen produziert. Das blaue Spitze mittags, das verbraucht ihr. Die Zeit ist ungefähr 8 bis 18 Uhr. Das, was ihr jetzt zu viel produziert, gebt ihr an den Stromanbieter zurück. Der verkauft es dann an den Nachbarn für 25, 30 Cent pro Kilowatt. Und das wollen wir irgendwie ja verhindern und selber nutzen. Richtig? Hier habe ich nochmal versucht, das ein bisschen detaillierter aufzusplitten. Bevor ich das mit der Powerstation, die Kochplatte, betrieben habe, also das Induktionsfeld, habe ich es auch nicht richtig auf dem Schirm gehabt, aber die Küche, die verbraucht am meisten Strom mit Kochen und mit Kühlschrank. Und da gibt es aber auch nochmal ein detailliertes Video drüber.
Ja. Und jetzt komme ich eigentlich zum wichtigsten Punkt für die Nachteinspeisung. Ihr seht also die blauen Pfeile, diesen Strom, diese Stromspitzen mittags in der Früh und abends kauft ihr beim Netzbetreiber für 25, 30, 35 Cent pro Kilowatt. Das rote Feld mit den roten Pfeilen, das verschenkt ihr an den Netzbetreiber und ich habe bis jetzt noch kein Danke gehört. Das verkauft er mit Gewinn weiter, darum sind sie auch alle so scharf, diesen neuen weißen Zähler anzubringen. Sonst sind sie ja eher träge. Deswegen sollte man sich wirklich überlegen, ob man 800 Watt Balkonkraftwerke sich zulegt, weil man die ja meistens am Tag nicht verbraucht. Abends, wenn man es braucht, kriegt man den Strom so nicht her. Da bleibt eigentlich eine Möglichkeit übrig, das ist zum Beispiel diese Batteriespeicher, wie ich es hier mit Gelaipu Akkus versucht habe zu machen. Und ich bin super zufrieden für meinen ersten Versuch. Und ich zeige euch das mal ein bisschen im Detail. Aber bitte, jeder ist für seine eigene Sicherheit verantwortlich. Das ist einfach nur eine Idee im Kopf. Und die Idee ist, dass man den Strom, den man selber produziert, auch vielleicht selber nutzen kann, so viel wie möglich. Ja, und passt auf eure Sicherheit auf. Strom ist jetzt hier kein Spaß mehr. In dieser Klasse ist es kein trommelndes Hündchen mit dem Kupferkopf, sondern da kann auch richtig viel schief gehen. Jeder ist da für sich selber verantwortlich. Bin kein Profi, kein Vorbild. Wenn er das macht, kümmert euch selber um die Sicherheit. Ausdrücklich. Ihr wisst, was ich meine. Ein paar Worte zum Gelaipu 24 Volt 100 Ampere Lithium-Eisenphosphat-Akku. Der hat ein BMS. Das BMS verhindert also wirkliche Probleme. Das ist 100 Ampere abgesichert, hat einen Überlade-, Tiefentlade- und Überstrom-, Kurzschlussschutz und Überhitzungsschutz sowie einen Niedertemperaturschutz. Wenn also die Temperatur meinetwegen in der Garage oder wenn ihr es draußen haben solltet, was ich jetzt nicht so befürworten würde, unter 3 Grad sinkt, stoppt das BMS eben den Ladevorgang und so wird der Akku damit geschützt. Automatisch springt er dann aber auch wieder an, wenn er die 2 Grad erreicht. Was für mich auch ausschlaggebend war, ich habe hier eine 10-Jahres-Garantie, also der sei zyklenfest bis zu 4000 vollen B- und Entladungen. Der Akku wiegt relativ wenig, 21 Kilogramm. Und ist somit wirklich viel leichter als die üblichen früheren Bleibatterien. Ich habe den Akku also jetzt über ein Vierteljahr im Einsatz und kann sagen, läuft alles super. Und freue mich, dass ich diese Lösung von Gelaipu gefunden habe, die mich auch hier ein bisschen unterstützt haben. Vielen Dank. Also den Akku habe ich hier auf Rollen gesetzt, so kann ich ihn auch mal schnell von A nach B schieben. Das sind die Anschlüsse, da gibt es die Schrauben mit dazu. Hier die Anleitung ist super gut zu lesen, weil groß geschrieben, sehr verständlich. Ich finde sehr erschöpfend für viele verschiedene Anschlussmöglichkeiten und bin ich also sehr gut zurechtgekommen. Ich zeige es euch mal im Ganzen. Ihr könnt es ja jetzt einfach angucken, das Video anhalten, wenn es interessiert, hier auch die genauen Parameter und so weiter und so fort. Also da hat sich Gelaipu wirklich Mühe gegeben, auch dem nicht so Wissenden hier unterstützen oder die Arme zu greifen.
habe mich dann entschieden, von AliExpress einen Inverter zu holen, der auch mit einem 24-Volt-System läuft. Da kann ich also bis zu ungefähr 300 Watt einspeisen. Das kann man sehr gut regeln und das passt. Der Akku hatte, als er kam, Moment mal schauen, hatte er seine Spannung von um die 26,7 Volt. War also relativ gut geladen. Und hier seht ihr einfach mal das Kabelgedöns, oben der Laderegler, ganz einfacher Laderegler, nichts besonders teures und ein paar Sicherungen, dickere Kabel und ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Wenn einer aber was sieht, was falsch ist, bitte mich darauf hinweisen, dann müsste ich es anpassen. Hier ist die Steckuhr, mit der Steckuhr schalte ich den Laderegler an. Ich meine natürlich den Wechselrichter und ihr seht, von 12 Uhr und von, ich glaube, 18 Uhr bis in der Früh um 8 speist er dann die 130 Watt ein. Hier versuche ich es ein bisschen zu justieren, kann man ja sehr gut mit so einem Strommessgerät auslesen. Das war das Maximale, was ich mit dem 24 Volt System hineinbekommen habe, also ungefähr 300 Watt. Zusammen mit dem 400 Watt Panel im Mittag habe ich dann ungefähr auch 700 Watt, damit kann man mittags Strom sparen. Ja, bin wirklich mit dem ganzen System zufrieden, es war einfach, es geht aber genauso gut eine einfache Batterie, man kann auch starten mit einer Autobatterie, ist natürlich jetzt nicht so lange, wie man da Nacht einspeisen kann, aber funktioniert. Hier ist mal der Laderegler, da kann man dann anhand einstellen, wirklich einfaches Gerät, kostet glaube ich nur 20, 25 Euro, kann man sich bequem bei Amazon oder Alibaba bestellen. Oben sind die Solarpaneele, bifaziale, ungefähr 420 Watt. Ja, das war mein Thema zur Nachteinspeisung, ist der erste Schritt, aber glaubt mir, nach dem ersten folgt bestimmt noch ein zweiter, ich bin voll angefixt. Mittlerweile lade ich mein Auto mit Strom aus dem Garten oder ich versuche es weitestgehend zu machen. Betreibt das Induktionsfeld zu Hause. Natürlich, wenn man groß kocht, geht es nicht, aber bei einer Platte funktioniert es super gut. Und so kann ich sukzessive meinem Ziel näher kommen, einen kleineren Fußabdruck im Bereich CO2-Energie zu hinterlassen. Und ich hoffe, der ein oder andere denkt sich, na komm, ich habe 200 Euro übrig, vielleicht kaufe ich mir bei eBay Kleinanzeigen ein gebrauchtes Solarpanel, gibt sicher für 100, 200 Watt, kriegt man für 50, 60, 80 Euro und einen kleinen Laderegler, eine Autobatterie und so einen Wechselrichter kann man sich auch für 50, 60 Euro bei eBay Kleinanzeigen holen und startet. Und dann läuft's, dann seid ihr dabei. Also alles Gute und viel Spaß dabei. Mir macht's sehr viel Spaß. Und wenn mich jetzt der eine oder andere fragt, du Tom, was hat das eigentlich noch mit Goldwaschen zu tun? Und da kann ich nur sagen, hat er die Zeit verstanden, was im Moment im Klimawandel los ist? Goldwaschen ist ein Hobby, da genießt ihr die Natur, da genießt ihr die Bäche, da wollt ihr vielleicht ein-, zweimal im Jahr eine kleine Überflutung haben, aber nicht das, was in den letzten Jahren los ist. Ihr wollt die Natur erhalten für eure Kinder, ihr wollt sie lebenswert halten. Ja, und nicht nur für eure Kinder, sondern auch für alle Menschen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man in kleine Schritte versucht, dort in die Richtung zu gehen, CO2 zu sparen, was ja, soweit ich weiß, angeblich Schuld an dem Klimawandel ist. Und das kann man mit wenig Geldmitteln machen. Ich glaube, mit 200 Euro kann man mal ein kleines Ding starten. Man braucht kein 800 Watt Panel, sondern es reichen auch 200 Watt Panels. Kann man bei eBay Kleinanzeigen günstig schießen. Einen kleinen Mikrowechselrichter kann man auch günstig schießen. Und eine Autobatterie gibt es für 50, 60, 80 Euro. Und damit kann man starten. Ein bisschen Hirn, gibt es 1000 Anleitungen hier bei YouTube. Also es gibt eigentlich keine Ausrede, es sei denn, man lebt in seiner eigenen Welt tief im Keller und möchte davon nichts wissen. Dem kann ich jetzt auch nicht helfen. Aber ich hoffe, dass das Gros meiner Follower versteht, dass es wichtig ist, einen Schritt zu tun.
Und das hat mit Goldwaschen zu tun. Ich lade mein Auto mit Strom aus dem Garten, in München produziert. Ich brate meinen Schweinebraten mit Strom aus dem Garten, in München produziert. Ich lade meine Powerstations mit Strom vom Balkon. Ich betreibe hin und wieder einen Fernseher, ganz selten natürlich den PC, weil ich dann doch auf Nummer sicher gehen will, aber da gibt es eigentlich gar keine Probleme. Ich drucke 3D-Drucke für meine Projekte beim Goldwaschen. Also es hat für mich sehr viel mit Goldwaschen zu tun, aber natürlich nicht mit dem Dreck stehen. Und das ist für den einen oder anderen eben wichtig. Ich sträube mich aber zu sagen, dass das mein Goldwaschen ist, nur an den Bach zu gehen, Gold zu schürfen. Und ich muss ehrlich gesagt immer wieder lachen. Das ist ein Hobby. Das ist keine Erwerbstätigkeit, Gold suchen. Und wenn man das zu ernst nimmt, dann hat es mit meinem Hobby nichts zu tun. Kann ja jeder machen, wie er will. Aber bitte, Jungs, hinterlasst die Natur so. Wir wollen alle weiter ohne Reglementierung an den Bach gehen wollen. Und wenn jeder ein dickes Loch gräbt, Schätze aussucht, alles zerstört am Rand, Müll hinterlässt, dann geht's uns alle was an. Und genauso ist es hier mit dem CO2. Aber das betrifft die ganze Menschheit scheinbar. Und leider in dieser profitgetriebenen Welt hat es einen kleinen Einfluss, weil jeder meint, es lohnt sich nicht. Und das sehe ich überhaupt ganz anders. Ich habe alles getan, ich versuche meine Kinder davon zu überzeugen, das Licht auszumachen. Ah, und ich habe Campingleuchten. Gehen wir ins Bett, sind die Campingleuchten an, mit Solar gepowert, ja. Wenn's wie, das reicht, ja. Also ich versuche so viel wie möglich zu sparen. Gibt's aber Part in der Familie, die wollen nicht auf den Wäschetrockner verzichten. Und glaubt mir, das ist schwer zu ertragen. Ganz schwer. Aber so ist die Welt. Naja, da habe ich einen Ausflug gemacht. Für mich hat es sehr viel mit Goldwaschen zu tun. Für mich hat es halt vielleicht mehr mit mir zu tun. Aber ich kenne den einen oder anderen. Ja, Hagen, ich weiß nicht, ob du noch zuhörst. Aber du bist auch so ein Freak wie ich. Und das macht einfach Spaß und wir sind beide infiziert. Und Uli, bleib anständig. Ich wünsche dir alles Gute. Thorsten, wenn du bis jetzt noch nicht eingeschlafen bist, dann danke ich dir.